Ja, und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, und zwar Final Fantasy 8, meine Lieben, Remastered. Ja, Remastered, es ist kein Remake, nö, es ist ein Remastered, und es geht los. Ich sollte vielleicht irgendwas drücken. Kann ich irgendwas drücken? Ja. Meine Lieben, Final Fantasy 8. Ja, ich habe den 7er damals angefangen zu spielen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es gegeben hat. Ich schätze mal um die 24, 27 oder so. Keine Ahnung. Aber das ist... ja, es war einfach steuerungsmäßig so dermaßen, dass ich stundenlang herumgetan habe und es einfach nicht hinbekommen habe. Ich hoffe, das ist besser. Und wir spielen einmal ein neues Spiel, meine Lieben. Es geht los, Final Fantasy 8. Ich hoffe, ich kriege das mit dem Ding hin. Es ist eine komische Einstellung hier irgendwie. Ja, ein neues Let's Play zu Weihnachten, Leute. Oh, ist das leibert. Wann es immer wieder Folgen von dem Spiel gibt, von diesem Let's Play, weiß ich nicht. Also es wird es nicht jeden Tag sein. Aber es wird ja regelmäßiger halt sein. Schauen wir mal. Wir beginnen ein neues Spiel, meine Lieben. Und machen los. Legen los. Meine Lieben, ich hoffe, es ist alles auf Deutsch. Ich habe keine Ahnung. Eine mega spannende Vorschau.
Ja, es ist Deutsch. Dr. Kadowaki sagt, bist du okay? Natürlich. Klar. Natürlich. Treibt nicht ständig Unsinn. Okay. Ja, das. Ich glaube, das war das Cypher. Kann das sein? Fühlst du dich wohler? Scheint alles okay zu sein. Sag mir deinen Namen. Ja, wie heiße ich, Leute? Squall. Ich finde den Namen aber urcool. Squall. Leute! Squall. Soll ich mich Squall lassen? Nö. Horsti, Leute. La 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 la. Ich werde mich einfach Horsti nennen, Leute, oder? Wo sind die Kleinbuchstaben? Hier. Horst. D. Bestätigen. Hosti. Leute, ich bin Hosti. Ihr solltet beim Training mehr Acht geben. Das kann mal ins Auge gehen. Ja, das weiß ich. Sagen Sie das Cypher. Cypher, genau, Cypher. Oh! Ah, da gibt's auch noch was. Cypher, ja. Dieser Junge, der hört auf keinen. Lass dich nicht mit ihm ein. Ah ja, ich kann nicht einfach weglaufen. Ja, wie so ein Feigling, ja. Wir kommen uns wohl cool vor, was? Aber übernimm dich nicht. Mal überlegen, dein Ausbilder ist. Wer ist wie? Quistis Trieb. Trieb. Ah, Quistis. Die Quistis. Ich werde ihr Bescheid sagen. Okay. Ja, also ich kenne das Spiel schon von damals, aber schon ewig nicht mehr gespielt. Quistis, hier ist jemand, den du abholen kannst. Hey, Quistis. Ja. Die Verletzung ist nicht schlimm, die Narbe wird aber bleiben. Ja. Genau, ja, gut, komm jetzt gleich. Okay. Ja, also ich kenne das Spiel von damals. Ich muss ehrlich zugeben, das habe ich damals rauf und runter gesuchtet. Dieses Spiel. Hosti, endlich sehen wir uns wieder. Hallo Quistis. Ah. Also ich kann mich noch an das Spiel fast gar nicht mehr erinnern, also ganz dunkel. Es war im Jahr, ich glaube 2000, also 1999 ist das Spiel rausgekommen. Remastered wurde es dann 2017. Kann sein. Müsste ich mich erkundigen, Leute. Hallo Quistis. Ja, das ist die Quistis Trip. Eine coole Dame. Hey, ich wusste doch, dass es einen von euch beiden erwischt hat. Ja, das war leider ich, ne? Wahnsinn, oder? Ja. Los, gehen wir. Heute findet die praktische Prüfung statt. Praktische Prüfung, Hilfe! Leute, es geht los mit dem Spiel! Sag mal, Hosti, gibt es etwas, was dich bedrückt? Ich habe keine Ahnung, kann ich da irgendwie schnell laufen? Nein, mich bedrückt daran nicht. Ich weiß nicht. Nicht wirklich. Nicht wirklich? Ja, nicht wirklich, genau. Was lachst du so doof? Was ist so komisch? Stimmt eigentlich. Das ist ein Wahnsinn. Komisch? Nein, ich freue mich nur. Warum freust du dich? Quistis! Wahnsinn. Ich weiß jetzt, was mein Lieblingsschüler denkt, deswegen. Leute. Ich denke aber nicht so primitiv. Stimmt. Dann erzähl. Oh Gott. Erzähl mir mehr von dir. Ich bin Josti und ich komme aus Österreich und bin einfach ein doofer Mensch. Nee, bin ich nicht. Was soll ich mit dir plaudern? Keine Ahnung, ich gehe mal weiter. Das geht dich. Dich nichts an. Ja, du bist aber schlau. Das geht dich gar nichts an, ja? Mein Leben geht dir nichts an. Oh. Schön, Leute. Ja, wo sind wir da? In einer Universität oder irgendwas? Ja, das kommt mir noch bekannt vor, aber wo ist das schnell? Leute, es ist schon so lange her. Guten Morgen. Das ist die Lehrerin oder was? Ja, zunächst zum heutigen Plan. Oh, die Quistis. Wie ihr bestimmt schon gehört habt, findet heute die SEED-Prüfung statt. SEED, genau. Wir sind ja in der Gruppeneinheit SEED. Die Nicht-Teilnehmer müssen heute selbstständig arbeiten. Oh Gott. Die Teilnehmer haben bis heute Nachmittag Zeit.
Ihr müsst ausreichend vorbereitet sein. Ja, okay. Um 16 Uhr in der Eingangshalle. Die Gruppen werden dort bekannt gegeben. Ja. Alles klar? Natürlich alles klar, Quistis. Ach ja, Cypher. Ja, dieser Cypher. Beim Training darfst du niemanden verletzen. Sei bitte vorsichtig. Das gefällt ihm gar nicht. Jetzt schaut er mich an. Ja, das gefällt ihm nicht. Ja, dieser Cypher. Wir sehen uns dann später. Ich sag's euch nicht. Da gibt's da auch noch was. Und Horsti, komm bitte her. Ich muss dich was fragen. Dann frag mich. Ist schon so lange her, das Spiel. Ah, schon so lange her. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Du musst noch in die Feuergrotte. Oh. Sonst kannst du an der Prüfung nicht teilnehmen. Was? Ich wollte ja heute früh, nur Cypher kam dazwischen. Ich muss in die Feuergrotte. Gibt es einen triftigen Grund? Nein. Das habe ich mir nur gedacht, Leute. Dann gehen wir jetzt zusammen hin. Okay. Wenn du dich noch unsicher fühlst, kannst du dich am Schulrechner vorbereiten. Ich werde am Haupttor warten. Komm bitte, wenn du fertig bist. Oh, die Prüfung. Leute, ich glaube, da kann ich mich an was erinnern. Dein Schulrechner ist an deinem Platz. Also Leute, ich glaube, diese Prüfung, also an die kann ich mich ja irgendwie ganz dunkel erinnern, dass es nicht einfach war. Beneidenswert, ich will auch mit ihr hin. Kann ich mit denen... Wenn ihr etwas zustößt, werden wir Tree Fanclub dich bestrafen. Das will ich nicht hoffen. Alleine mit Frau Tree. Zack, Schnips, alle weg. Ah, tschüss. Meine Lieben, es geht los mit dem alten Spiel aus den 90ern, Leute. Ah, das ist so... Also ich kann mich da nicht mehr wirklich an viel erinnern. Ich weiß, dass wir da ein Seed-Soldat werden wollen und dass wir da eine Prüfung machen müssen. Und was ich weiß, wird die Prüfung nicht leicht sein. Also die wird wirklich schwer werden. Also ich kann mich da wirklich an nicht viel erinnern. Da ist der Schulrechner. Was soll ich da machen? Wie war das nochmal? Gerät einschalten, okay? Schalten wir mal das Gerät ein. Nachschlagewerk, Tutorial, Wissenswertes, The Basics, über den Garden. Ja, da ist dieser Garden, das ist so verschwommen. Das ist aber das Spiel, Leute. Leute, es ist von den 99er Jahren. Aber, es ist aber remastered worden. Also ich weiß nicht, was da... Warum das so verschwommen ist. Das Schulfestkomitee. Was ist das? Okay, Schulfestkomitee. Vielen Dank für den Besuch, aber leider wird die Seite nicht mehr aktualisiert. Das liegt daran, dass ich, der einzige Schulfestorganisator, vom Garten gehe. Ich wollte kein Seed werden. Einen Abschluss wollte ich ebenso wenig. Ich habe alles daran gesetzt, um ein tolles Schulfest zu organisieren, okay? Trotzdem habe ich es nicht geschafft. Niemand wollte mir helfen. Naja, ich dachte, dass ich die ganze Sache auch irgendwie alleine schaffen kann. Nach so einer Erfahrung werde ich ein neues Leben beginnen. Ich hoffe, dass bald jemand die Organisation übernimmt. Ciao, Balam, Balam Garden. Schulfestkomitee Wembley, Denner. Balam Garden heißt das, okay. Wir sind im Balam Garden, okay. Nachschlagewerk Tutorial. Was ist das? Sie wurden als Schüler Horste identifiziert. Horst ist bisher folgende GF. Bitte warten. Gar keinen. GF ist Gordon Force. Das bedeutet, so Monster, die man beschwören kann in Kämpfen, ja. Da gibt es ja damals, hat es ja im 7er Teil, glaube ich, den Ifrit gegeben, die Schiefer und keine Ahnung wen noch. Einige. Horsti hat bisher die Folgen GF registriert. GF, Quissekottl, ah genau, und Schiefer, hey cool. Also Quissekottl, genau, auch noch dabei. Quissekottl, der Name klingt doof. Was werde ich nehmen? Ich werde... Die Folge sieht gleich demnächst aus. Quissekottl, den will ich nicht so nennen. Oder doch, ich lasse ihn einfach so. Ich nenne ihn Quisi, okay? Quisi.
Greasy. Greasy Colloc heißt Greasy. So. So, die Schiefer bleibt die Schiefer. Die hier erörterten Punkte können Sie auch unter Tutorial nachlesen. Wählen Sie dazu Tutorial im Menü. Dort bekommen Sie die gleichen Infos, die Sie hier vorfinden. Ha! Okay. Super. Kampfsteuerung, Anleitung über die Karten. Nö, Leute, ich brauch das nicht. Ich versuch's einmal so. Ne? Ja, GF Gordon Force. Also kann man da zurück auch wieder gehen? Okay. Gut, zurück. Ja. The Basics, Wissenswertes. Also wir schauen, dass wir da nützliche Informationen zum Thema Zauber und Chief F finden Sie im Tutorial über Zauber. Nö. Ja, lassen wir das. Gehen wir raus. Also ich weiß nicht, das reicht. Ob ich mich da wirklich gut zurechtfinde, weiß ich jetzt noch nicht. Meine Lieben, wir haben das Spiel soeben begonnen. Jawohl. Und ja, die Folge neigt sich jetzt dem Ende zu. Die erste Folge schon. Die Premiere, meine lieben Leute. Es wird auf jeden Fall nicht ohne. Kann man da auch was lesen? Nö. Und ich möchte mal schauen. Tab. Oder Escape. Nimm Einstellungen im Spiel vor. System. Vollbild. Also da haben wir eh eigentlich gut. Abbrechen. Nö, Leute. So, meine Lieben, die Folge ist aber schon vorbei. Folge Nummer 1, das war's eigentlich schon. Das war eigentlich die Premiere in diesem Spiel. Ich würde mal sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Wann die jetzt rauskommt, kann sein morgen oder übermorgen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo das Spiel dann wirklich losgehen sollte. Und ich muss mich dann noch ein bisschen einfinden. Wie gesagt, schon ewig her, als ich das letzte Mal gezockt habe. Ich glaube, das war sogar im Jahr 99 oder vielleicht 2000 oder so. Weiß ich nicht genau. Dankeschön fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich sage Game Over und ciao.